Profi. Knicklichtkappa. Schee. Kruzifix, Geisterevent, Räucherstäbchen, Susan Clark. Einzelpersonen oder Gruppen müssen wir rausfinden. Susan. 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 Oh, das ist das Haus, was mich so stresst. Hier. Schrankis Hausus Maximus. Ja. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Oh, Strom. Gib mir einen Strom. Gib mich Strom, bitte. Keller. Du sollst die Tür aufmachen, dir nicht selber ins Gesicht schlagen. Das hat jetzt keiner gesehen. Doch, ich hab's gesehen. Ich hab's nicht aufbekommen. Okay, Strom ist an. Achso, Knochen können wir gleich gucken. Stromi. Ein Quietschi-Board wäre jetzt cool. Ja, Quietschi-Board. Quietschi-Board. Ich geh mal hoch. Yep. Hallo? Hallo, jemand zu Hause? Ich hab eben F3. Oben. Wir müssen mal Russisch Roulette spielen. Kennst du das? In Phasmophobia? Ja. Das habe ich letztens gesehen in einem Stream, das fand ich total cool. Da haben die Leute ihre Aufgaben erfüllt, ganz normal. Hm. Also alles gemacht und mussten versuchen, das geht nur, wenn alle am Leben sind. Okay. Und am Ende, wenn du dann sagen würdest, okay, du fährst jetzt, weil du bist fertig mit allem, dann gehen alle ins Haus und setzen sich ineinander in ein Eck. Oh, und warten, bis er jagt. Oh, und der Letzte, Gott, der steht, kann natürlich dann fahren und kriegt das Geld. Das ist... Können wir das finde ich total cool. Das können wir machen, aber erst wenn du wieder... wenn du dann wieder Geld hast. Ja, ja. Ah, Knochen. Schrank. Nee, das machen wir mal zu viert. Ja. Ich glaube, das wäre richtig witzig. Mein MF ist voll leise, irgendwie. Muss die Lautstärke erhöhen. Nee, das ist so ganz komisch gedämpft. Das ist komisch. Wo bist du? Wo bist du? Gib mich Zeichen. Unser Schrank. Schrank. Gib mich Zeichen. Aber ich hab was. Er hat doch gerade was rumgeworfen. Hier, EMF3. Hörst du das, EMF? Ja, ich hör's. Ich hör's sehr leise. Ich hör's ganz laut. Oh, 1 Grad. Minus. Okay. Aber ich weiß nicht, ob hier oder vielleicht hier drin. Das könnte auch sein. Gib uns ein Zeichen. Jetzt ist wieder 12 Grad. Wird das Ding mich eigentlich verarschen heute? Ne, wir hatten Minus. Also, jetzt wieder. Kurz. Oh. Ich mach die rechte Seite. Ach, okay. Und du links. Yes. Das ging jetzt schnell. Unfreundliches Pack. Hast du es nicht mal richtig willkommen hier, ey? Wirklich? Wir haben doch gerade erst den Raum gefunden. Und wo ist der Sektempfang? Was soll das? Oh mein Gott. Das passt gerade zu der angespannten Situation. Der schmeißt jetzt ihn. Jetzt ist er zumindest, dass er hier irgendwo ist. EMF 3.
Ich schau mal rum, er schmeißt Sachen rum, aber ich weiß einfach nicht wo. Irgendwo muss doch was am Boden liegen. Ja, sag mir nicht, dass das unten drunter ist. Nee, ich glaube nicht, weil wir hatten ja theoretisch... Oh. Oh, shit. Die ist in einem anderen Raum gespawnt, in mir! Alter! Entschuldigung, Chat! Die ist in einem anderen... Alter, willst du mich verarschen? Ich bin tot. Wenn du den Gang da weiterläufst... Hier? Vor der Treppe in dem Raum. Was? Echt? Mhm. Da ist sie gespawnt, weil ich gedacht habe, dass sie bei uns hinten ist. Ach du Scheiße! Oh, ich bin ja, erschrocken gerade! Du hast voll geschrien, ey! Ich bin so erschrocken! Ja, die ist genau vor meiner Fresse gespawnt! Ach du Scheiße! Oh! Okay. Also Gefriertemperaturen haben wir schon mal. Oh, shit! Ich hab die total laut gehört, ich saß im Schrank hinten. Die ist in dem Raum gespawnt. Ja, genau ja, in dem. Ja. Ich hab sie gesehen. Röden läuft die Treppe runter. Gott. Oh, die Nachbarn tun mir ja echt leid, ne? Manchmal. Wo bist denn du auch da? Jeder erstmal Pillen fressen. Oh mein Gott, ey. Wo ist sie? Die ist runtergelaufen. Ich glaube, sie ist im Keller. Ich sehe sie nämlich gerade nicht. Ah, ist im Keller. Moin! Oh mein Gott. Oh, ich habe beinahe mein Mikrofon umgeworfen. Boah, bin ich jetzt gerade erschrocken. Frag mal mich. Oh, die ist wirklich genau vor meinem Face ist sie aufgetaucht. Jetzt muss ich mir unbedingt anschauen nochmal. Oh mein Gott, das würde ich hochladen wahrscheinlich. Auf YouTube. Ja, unbedingt die Folge. Oh. Okay. 2% unten. Ja, siehst du, der Fuchs lacht mich schon aus. So, 80. Wir haben noch gar nichts, oder? Mm-mm. Ach du Scheiße. Überhaupt das nichts. Das wird eine echt üble Runde werden, hey. Ja, mach mal hier Streethouse. Doch, Gefriertemperaturen. Ja, stimmt. Streethouse als, als schöner Abschluss. Als schöner Abschluss, ja. Okay, drück mir die Daumen. Man sollte meinen, ich bin's geworden, seitdem ich Bendy in Dink Machine gespielt habe, aber nee. Jumpscares bin ich nicht gewohnt. Bist du? Okay, Box. Jo. Ich gehe kurz nochmal raus. Und gucke nach Orbs. Orbsies. Gehen Orbs überhaupt noch? Ah, du musst wieder Moonwalk. Finger Abdrücke geht, Orb geht, Buch geht. Oh, das war wirklich gerade instant, ey. Dass sie halt wirklich in einem anderen Raum ist, war halt. Scheiße, und genau in dem. Und genau in dem Raum, wo ich halt auch reinlaufe. Boah, das war übel jetzt gerade. Oh. Du Scheiße. Aber, hä, Geister-Event hatten wir doch. Hatten wir? Nee. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich glaube nicht, aber... oder? Oh Gott. Mich hat sie nicht angehaucht. Deswegen weiß ich nicht. Oh, Buch. Ach, Buch. Ja. Buch. Oh, Scheiße, was mache ich Dämon. Denn? Dämon. Ich bin nervös. Wir haben einen Dämon. Oh nein. Da steht im Buch die. Ja.
Dida. Es ist mit Sicherheit auch nicht die, die immer lacht. Nee. Okay, aber Geister-Event kann man dann vergessen. Ja. Gut, bei einem Dämon ist... Ja. Eher nicht. Okay, was fehlt jetzt noch? Geister-Event und... Was haben wir noch? Kruzifix, oh Gott. Oh ja, ey, oh. Ich bin da genau halt in die Arme gelaufen. Ja, das war echt übel. Und ich habe die ganz laut gehört, als würde die im Schrank stehen und mich anhauchen, als sie dich getötet hat. Ja. Ja, die stand wirklich in dem Raum und ich mach doch die Tür zu, weißt du? In dem Raum und wollte Richtung Schrank laufen und seh nur den Geist. Und seh nur das Gesicht. Okay, Kruzifix. Oh Gott, das traue ich mich nicht bei einem Dämon. Wieso ist doch nur ein Dämon? Ja. Der will doch nur spielen. Wahrscheinlich. Der schmeißt Sachen durch die Gegend. Er ist in dir gespawnt, oder? Also ziemlich genau da, wo ich lieg, ungefähr. Okay, ich schmeiß jetzt mal Kruzifix hin. Aber halt ungefähr, ne? Ich setz mich mal in irgendeinen Spind. Kannst du mir mal sagen, wie der hieß? Ich guck. Haben wir einen Spind? Wenn nicht, kann ich das nicht machen. Ich brauche irgendwas, wo nur eine Tür ist. Unten im Keller ist ein Spind. Ich, ja. Der Geist hieß Susan Clark. Okay. Holla die Waldfee, hey. Susan, hallo! Das letzte Mal, wo ich mich so hart erschrecken habe, war wirklich bei Bendy. In den nächsten Aufnahmen, die jetzt noch kommen. Dieses Wochenende. Wo bist du? Hast du dein YouTube jetzt eigentlich schon mal repariert? Also dein Nightbot-YouTube? Nee. Hier ist der Link, Sternchen. Nee, hab ich nicht. Also ich hab's jetzt rausgenommen erstmal, weil ich krieg's nicht hin. Okay, find mal raus. Geisti, wo bist du? Geisti. Hallo. Geisti, wo bist du? Ich geh mal kurz gucken, ob der das Kruzifix, ob er es angerührt hat oder nicht. Yep. Wo bist du? Wie alt bist du? Wieso sind Sie bist Manuel du hier? Neuer? Wohnst du hier? Wie alt bist du? Hey, du liegst bei mir auf dem Boden und bei dir im Bett. Das ist ja auch geil. Ja. Ich liege im. Also bei ich mir. Ich habe zwei Kruzifixe. Eins liegt vorm Schrank. Dings. Vorm Schrank, Dings. Also da, ja. Hier oder was? Ach da. Ne, sind beide noch ganz. Wo bist du? Oh, Geisti. Oh, ich mach nicht... mal Taschenlampe aus, dann ist länger. Oh, ist riskant. Ich wollte auch gerade T drücken, aber. Ich sehe jetzt Kruzifix hat funktioniert. Okay. Muss ich nur noch rauskommen. Wenn es jetzt hoffentlich nicht daran scheitert. Bin draußen. Oh mein Gott, ich bin draußen. Fehlt nur noch. Achso, Kruzifix hat gepasst. Ja, aber Geister-Event kannst du knicken, weil nee. Dämon, der jagt nur. Oh mein Gott! Wir haben es tatsächlich noch hingekriegt. Was eine Runde, hey. Sehr geil. Alter. Das war's witzig. Ja. Oh, ich warne. Warte. Hast du eingetragen? Hab ich. Oh mein Gott. Dein Schrei. Der war übrigens wieder sehr männlich. Ja, natürlich. Das sind alle Schreie. Oh Gott, Dämon. Tatsächlich. Oh mein Gott. Sehr schön!